Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Crew. Wir haben uns jetzt mal mit einem, oder wir treffen uns jetzt mit einem Typen, der uns eine Waffe besorgen soll. Ich bin da mal gespannt, ob das gut geht. Das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Da ist sie. Vince sagt, du weißt, wie man damit umgeht. Sicher, danke. Hast du sie? Ja, danke für die Hilfe, Vince. Kein Problem. Nur mir den Gefallen. Sag's nicht, Harry, okay? Naja. So, Platin-Belohnungsregel. Sobald du Stufe 50 erreicht hast, kannst du jede Aktivität. Achso, kannst du in jeder Aktivität die Platin-Medaillen freischalten. Okay. Danke. Es sind nicht mehr viele von euch im Rennen. Seht euch an, alle geschlagen, ausgefallen und im Knast. Wenn ich euch nicht so lieben würde, würde mich eure Schwäche ankotzen. Ist doch toll, oder? Ja, ganz bestimmt. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Da hoch, okay, nach Seattle. Alles klar. Das kriegen wir auch noch relativ gut hin, denke ich mal. So, hier unten Blitzreise. Und dann fahren wir am besten mit dem Rennwagen auch. Oder nee, was war Performance brauchten wir, glaube ich. Gucke ich gleich gerade noch mal. Genau, dann fahren wir in den Performance-Wagen hin. Dann können wir halt da noch ein bisschen was. Hätte ich vielleicht echt vorher mal machen sollen. Oder vielleicht wäre es mir vorher mal aufgefallen, dass es halt sinnvoll ist, mit dem Wagen hinzufahren, mit dem du Missionen machen musst, weil du halt den dann genau halt noch auflevelst vorher. So, der gute Dodge Challenger mal wieder. Unser Anfangsauto. Mittlerweile halt ordentlich umgemodelt. Wie weit ist es? 7 Kilometer, ja, das sollte machbar sein. Gespannt, wie die Fahrt dann laufen wird. Oder wir müssen dafür noch ein paar Leute ausschalten. Ich weiß es ja nicht. Hi. Ist aber auch relativ stadtnah hier alles. Na gut, es regnet, das ist nicht so schön. Geh weg. Sonst wirst du überfahren. Ja doch, wir sehen aber, kommen glaube ich noch ganz gut voran hier. Und haben auch schon einen Großteil der Strecke geschafft. Wohl eigentlich nicht ganz. Es sind noch 4 Kilometer. Mal guck mal, ein Zug. Einmal unter Zugzwang und weiter geht's. Hey, vergiss das Polizeidepot nicht. Da Nö, wartet ein nö. Gratis-Streifenwagen. Das war, glaube ich, auch nichts so Tolles, oder? So, ab durch die Tore. Nicht zu verwechseln mit ab durch die Hecke. Läuft tatsächlich gut gerade. Na, warum guckst du jetzt gerade? Ach, wir haben sogar Platinum. Das ist cool. Dann bin ich mal gespannt, was das bringt. Boah, nett. Coole Sache. Das hat sich tatsächlich gelohnt. Einen ordentlichen Boost gegeben.
Ist halt die Frage, wie gesagt, wie lange wir jetzt hier noch rumfahren, wie lange das Spiel noch geht. Aber ich denke, das wird sich dann bald klären. So, hallo Seattle. Hey, ich weiß, wie wir beide gewinnen können. Ich zeig's dir, aber dafür sollten wir uns treffen. Welchen Grund in aller Welt sollte ich haben, dir zu trauen? Mir egal, Mann. Tu, was du willst. Aber ich warte hier nicht ewig. Bist du da? Klar, und du? Sorry, Mann. Ist nichts Persönliches. Natürlich, Hinterhalt. Ja, das war ja zu erwarten. Es kann nur einen Sieger geben. Ja, und der werde ich sein. Gucken, dass wir halt dem Dings ein bisschen entkommen können, dem Heli. Schade. Ah, da sind wir auch schon wieder raus. Okay, vielleicht geht das ja doch ganz gut. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Danke. Ja, das sollte gereicht haben, oder? Cool. Ging fix. Und auch hier nochmal Platin. Das freut mich. So. Boah, das bringt ja echt was. Hut ab. Dann geht's mal weiter zum freien Fahren. Alex, alles gut? Ja, Troy hat mir nachgestellt. Es ist wohl an der Zeit, ihn auszuschalten. Okay, ich sag dir dann Bescheid. Na endlich, Five Tens. Der finale Showdown. Der letzte Kampf. Das letzte Face-Off. Wer wird wohl als letzter übrig sein? Noch ein Rennen und wir wissen's. Okay, dann schauen wir uns das doch mal an. Dazu müssen wir nach... Ah, hier Westküste. Niederschlagend. Okay, mit Straßenwagen. Dann werden wir die noch ein bisschen tunen. Wegpunkt bitte setzen. Und genau, dann will ich mir einfach mal noch dahin packen. Nach San Francisco, wie schön. Wechsel auf den Straßenwagen. Ich drücke jedes Mal die falsche Taste hier. Ist schlimm. Und dann gucken wir, ob wir vielleicht noch ein paar Pünktchen mitnehmen können. So, auf geht's. Mhm. Ordentlich ausbrechen, sehr schön. Dann geht's mal los. Da haben wir noch ein Zugding. Ah, Slalom. Naja, kann man ja mal versuchen. Ah, nee, kann man nicht, weil es nicht auf der Strecke liegt. Dann ist es für mich auch nicht relevant. Aber wie gesagt, wir haben ja ein bisschen was, also es wird jetzt nicht einfach werden, aber ich denke, wir kriegen es hin. Eventuell halt nochmal nach 2, 3 Versuchen. Und dann sollte das passen, denke ich doch mal. So, aus dem Weg. Man dankt. Zum Glück bisher gerade ohne irgendwelche Crashs ausgekommen.
Punkte. Hier auch. Sehr schön. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. So, brumm, brumm. Wenn wir jetzt gegen Troy anstinken müssen, sollte das ja eigentlich kein allzu großes Problem sein. Den haben wir ja schon mal besiegt. Go, go. Alex? Zoe, du musst Troy finden. Wird Zeit, dass wir ihn loswerden. Okay. Zoe, ich habe Troy. Bring Verstärkung mit. Schalte Troy aus. Na toll. Ich hatte es befürchtet, aber gut. Mal gucken, wie das wird. Wir sind am gerade so die Stufe, die erforderlich ist. Und er hat, glaube ich, auch einen Challenger, oder? Gleiche Wagen, wie es scheint. Aber er hat ein bisschen bessere Beschleunigung. Ich möchte auch bessere Beschleunigung. Hm. Leider nicht gereicht zum Rammen. Die haben auch hier so ihre Ghosting-Fähigkeiten, oder? Dass sie halt einfach durch andere Autos durchfahren. Ja, die können durch andere Autos durchfahren. Toll. Und, die Fähigkeit abzubiegen, ohne zu blinken. Wie gesagt, das finde ich halt auch, dass du halt nicht weißt, wo die hinfahren. Das ist halt super stressig. Schalte Troy aus. Kann ich da schon vielleicht ein bisschen was reißen jetzt hier? Nee. Ich sehe auch gerade echt nichts. Also es ist sau dunkel. Hm. Na gut, ich bin mal gespannt, wie lange wir es dafür brauchen werden. So, das hat schon mal gesessen. Na, bisschen was abgezogen. Noch nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber immerhin. So, dann fahre ich hier mal ein bisschen langsamer, aber ich weiß nicht mehr genau, wo er hier abbiegen wollte. Ah, du kannst also doch gegen Autos fahren. Jawohl. Der hat doch gesessen. Nein. Das war leider nichts, aber ja, wir haben schon mal ordentlich Schaden gemacht. Vielleicht wird es ja doch noch was. Obwohl der doch... Na gut, ziemlich viel aushält. Und ich halt nicht rankomme. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem gerade. Jetzt vielleicht wieder. Jawohl. Kurz angeknickt, aber halt noch 2 Minuten. Müsste man, glaube ich, ihn halt irgendwo nochmals ordentlich erwischen kann. Aber erstmal Nitro regenerieren. Ah, hier wird durchs Auto durchgeglitscht. Also manchmal glitschen die wohl und manchmal nicht. Cool. Du hast ihn. Nicht ganz, aber ich habe ihn ordentlich erwischt. So.
Allerdings ist es hier wieder so kurvig. Eine Minute, mal gucken. Gehe aus dem Weg, Auto, du störst gerade sehr und störst auch meine Konzentrationsfähigkeit und meinen Geduldsfaden. Genau. Nochmal. Könnte klappen. Und tschüss. So, sehr schön, freut mich. Ging dann doch etwas reibungsloser als befürchtet. So, Bronze nehme ich gerne mit. Rein da. Komm schon! Nein! Okay, Alex. Die Cops haben Troy erwischt. Das war's. Fantastisch. Danke, Zoe. Na gut. Dann hätten wir das soweit. Wo geht es denn als nächstes hin? Na, da unten direkt. Das ist passend auf der Zielgeraden. Mit Rennwagen. Ja gut. Dann per Blitzreise bitte. Machen wir das gerade mal noch fix. Mal schauen, wie das dann wird. Haben wir sonst eh gerade nichts anderes zu tun? Und noch ein wenig Zeit. Wir sind auf der Zielgeraden. Das letzte Event des Face aufsteht bevor. Der Sieger regiert an meiner Seite. Der Verlierer erlebt den äußerst bitteren Geschmack des finalen Scheiterns. Lass die Reifen qualmen. Genau so. Das ist es. Fühlst du's? Das Schicksal ruft dich. Klingeling. Es liegt nur an dir. Ein Rennen steht zwischen dir und dem zweiten Platz bei den Five Tens. Los geht's! Hier geht es um alles. So, dann haben wir Glück, dass wir hier... Ah, das war nur ein normales Checkpoint-Rennen. Den Wagen so gut aufgewertet haben. Schauen wir mal, wie wir hier zurechtkommen. So. Feuer frei. Die hängen wir doch ziemlich am Hintern. Muss ich sagen. Mal gucken, wann wir so abschütteln können. So, hier einfach durch. Au, Auto. Das war jetzt gerade etwas ungünstig. Ich glaube, ich soll doch mal wieder die Perspektive wechseln. So, besser. Ja, man merkt, wie besser, wie viel besser es jetzt läuft. Naja, kriegen wir hin. Das war auch ein relativ langes Rennen. Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, machen wir doch noch zwei. Also ich gehe davon aus, dass das jetzt die finale Folge sein wird oder das finale Rennen. Wie gesagt, ansonsten machen wir halt doch noch zwei Folgen, wenn ich es jetzt nicht hinkriegen sollte in der Runde. Oder beim ersten Anlauf. Aber eigentlich sollte das ja gehen von unserem Level her. Hoffen wir doch einfach mal, dass alles gut läuft und wir danach dann auch mal Schiff erledigen können. Hey! Du fällst zurück, Mann! Ja, warum denn, du? Ihr sollt mich doch nicht überholen. Ihr habt alle viel schlechtere Autos als ich. Alter Herschel, du.
gerade echt nicht so praktisch, aber wir haben ja noch eine Menge vor uns. Na gut, danke. Das hat sich gelohnt. Hat sich ja doch gelohnt, dass es den zerlegt hat. Na gut, so viel Vorsprung haben wir nicht, aber ich denke mal, es sollte einigermaßen hinhauen. Na, die hängen uns direkt wieder am Arsch hier. Und auch Herschel, der jetzt gerade den Unfall hat. Also wieder, da sieht man dieses Rubberbanding halt mal wieder ganz typisch. Egal wie gut du fährst, du kriegst es halt nicht los, weil sie halt immer wieder aufholen. Aber allerdings halt auch andererseits, egal wie schlecht du fährst, so wirklich einen riesen Abstand zu den Vorderen wirst du halt auch nie erleiden müssen. Nein, das ist doch... Genau, fahr doch gegen dieses klitzekleine Hindernis. Danke. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Abstand gewinnen. Dankeschön. Ja, okay, langsam habe ich es hier mit dem Fahren wieder ein bisschen, also mit den Kurven hier so ein bisschen im Griff. Dann, wenn jetzt nicht so viel Verkehr wäre, sollten wir das auch noch hinkriegen. 9 von 15. Schön. Das gefällt doch. Hälfte haben wir schon mal geschafft. An Checkpointen, an Checkpoints. Checkpointen klingt aber auch echt komisch. Nein. Ich möchte nicht, dass du mich überholst. So, ihn hat es wieder zerlegt und er wird aber wahrscheinlich gleich wieder uns am Arsch hängen. Oh ne, jetzt scheinbar doch gerade auf den letzten Platz zurückgehauen. Das ist ja schön. Mal den nächsten am Hintern kleben, aber sollte machbar sein, denke ich. Es ist viel zu kurvig hier. Viel zu kurvig. Die A-Linie ist, glaube ich, hier auch so ein bisschen suboptimal. Aber doch einigermaßen machbar. Okay, gut. Dann mal ab hier durch. Hier nochmal weiter. Und vielleicht haben wir noch 3 Stück höher. Gut. Hui. Mal wieder ab in die Lüfte. Aber ich muss sagen, der Rennwagen macht seinem Namen auch echt alle Ehre. Muss ich ja zugeben. Schönes Ding, gefällt mir. Fährt echt schnell, lässt sich gut steuern. Ich habe nicht viel zu meckern. So, der nächste Checkpoint ist dann da hinten irgendwo. Wie gesagt, Rubberbanding. Und ich habe jetzt hier keine Unfälle gebaut. Also von wie gesagt, das ist halt, der muss schon mehr als perfekt gefahren sein, um mich jetzt wieder zu kriegen. Das Ziel liegt vor dir. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir das auch kriegen. Ja, kriegen wir. Gut. Freut mich. So, dann bin ich mal gespannt. War es das jetzt oder kommt noch was? Wahrscheinlich noch das entscheidende Rennen gegen Shiftern oder ihn festsetzen oder was weiß ich. Gold nehme ich gerne mit. Dann schauen wir mal. Gesehen? Wir haben einen Sieger! Das Schicksal!
Schicksal hat gewählt. Alle mal zur Partymeile. Sofort für die offizielle Vorstellung. Es ist soweit. Du triffst Schiff persönlich. Ich frage ein letztes Mal. Bist du dir wirklich sicher? Ich war mir im ganzen Leben noch nie sicherer. Okay, müssen wir es nochmal runterfahren? Packe ich das? Ja, ich pack's noch in die Folge. Wo ist denn die Partymeile? Oh, die ist direkt da oben. Scheint wohl doch noch ein Rennen zu geben. Naja, gut. Dann wird die Folge halt etwas länger. Kann man bei der finalen Folge ja mal machen. Aftens! Ich weiß doch, ihr wollt ihn auch alle kennenlernen, meinen neuen Lieutenant. Okay, los, kommt! Alle Mann fahren zum Festplatz! Ist das die Partymeile? Ah, du bist es also, ja? Hast Eric im Osten geholfen, Cam im Süden verschwinden lassen, hast die Cops in den Mountain States ausgetrickst. Kein schlechter Lebenslauf. Danke. Ein bisschen zu gut vielleicht. Tja, Troy hat mich gerade aus dem Knast angerufen und gesagt, nun, du steckst mit den FBI-Boys, die ihn eingebuchtet haben, unter einer Decke. Ich sag nicht, dass du ein Spitzel bist, weißt du? Aber ein Mann in meiner Position kann so ein Risiko einfach nicht eingehen. Also, ich hab ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Jeder 5'10 in den Staaten will dein Blut. Schade, dass wir uns nie mehr sehen. Hau besser ab! Zoe, meine Tarnung. Dann hauen wir ab. Und ich habe die ganze Westküste am Arsch. Verdammt, bleib am Leben, Alex. Wir holen uns Schiff. Ich glaube, dann machen wir doch noch. Machen wir noch zwei. Ja, wir machen noch eine neue Folge aus. Das scheint wohl doch noch ein bisschen länger zu gehen hier. War aber auch zu erwarten. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und ja, macht's gut und ciao, ciao.